Ja, herzlich willkommen nach der Flutlichtpartie heute Abend zwischen unserem Hessen Dreieich und unseren Gästen aus Stadtallendorf. Endstand 0:2 vor 528 Zuschauern hier im HNR Sportpark. Das erste Wort gehört unseren Gästen. Dragan Sikaja, bitteschön. Ja, guten Abend erstmal zusammen. Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen. Dreieich war sehr stark, muss ich anerkennen. Das haben wir gemerkt, dass der Gegner in letzter Zeit sehr positive Ergebnisse erzielt. Da haben die mit Selbstvertrauen gespielt und wir negativ. Und hat man keinen Mut gefehlt, einfach Fußball zu spielen. Und da muss man glücklich sein, dass man kein Tor bekommt, was sehr passieren konnte. Muss man auch anerkennen. Und zweite Halbzeit war komplett umgekehrt. Wir waren griffiger, wir wollten jedem der anderen helfen und haben einen richtigen Zeitpunkt Tor erzielt. Und glaube ich, das hat uns glaube ich, Mut gegeben und Hoffnung, dass wir was hier holen können. Nach verschossenen Elfmeter konnte der Gegner nochmal zurückkommen. Haben ein bisschen auch Glück gehabt in der Situation. Und in Summe, vielleicht aufgrund zweiter Halbzeit, glaube ich, konnte man mit Sieg zufrieden sein. Erste Halbzeit ganz klar auf Dreieich-Seite war man noch gut bedient, dass nur 0-0 stand. Mehr ist das nicht zu sagen. Und hoffe, dass wir mit diesem positiven Ergebnis jetzt die letzten zwei Spiele nochmal bestreiten können, noch einen anderen Punkt holen, dass wir Anschluss kriegen, dass die anderen Mannschaften, die nicht Abstiegsplätze, nicht weit weg sind. Und dann kann man nochmal neuen Mut schöpfen in ein neues Jahr. Dankeschön. Ja, soweit der Gästetrainer. Rudi, deine Worte zum Spiel. Ja, der Dragan hat es schon richtig gesagt. Wir waren richtig gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Wir hatten 4-5 richtig gute Möglichkeiten, wo du eigentlich gallig sein musst, um das Tor zu erzielen. Das waren wir heute nicht so. Wir waren sicherlich bestimmend in der ersten Halbzeit, aber diese Chancen, die wir uns erarbeitet haben, da musst du einen setzen, da musst du auch in Führung gehen. Und dann wird das Ganze auch etwas ruhiger. Wir haben in der Halbzeit auch nochmal drüber gesprochen, dass wir das genauso weiterspielen, nicht aufmachen. Ich weiß jetzt nicht, was die Mannschaft dann da so mitgekriegt hat auf dem Platz. Das war unser Problem, dass wir dann eben aufgemacht haben in der zweiten Halbzeit, dass wir nicht mehr gegen die Leute gespielt haben und einfach nur nach vorne spielen wollten statt Allendorf überrennen. Das geht einfach so nicht. Und klar hatten wir in der zweiten Halbzeit auch noch gute Möglichkeiten, vor dem 1-0, und dann entblößt du dermaßen, dass du den Gegner einlädst, weil letztendlich hat Stadtallendorf da drauf gespielt, um ein Ding so zu setzen. Ja. Und wie gesagt, da haben wir vor dem Spiel in der Halbzeit nochmal drüber gesprochen. Ja, das muss man dann einfach so auch umsetzen als Spieler, dass du dann einfach die Zweikämpfe richtig aufnimmst. Und das ist das, was ich heute so bemängle in der zweiten Halbzeit, dass du so fahrlässig mit der Situation umgehst, weil es war bis jetzt ein sehr, sehr weiter Weg, den wir bestritten haben seit dem 7. Spieltag bis jetzt, um richtig ranzukommen. Ja, und das war für mich heute dann ein 6-Punkte-Spiel, wo du obendran kommen kannst. Somit baust du wieder einen Gegner auf, der mit unten drin steht, und musst wieder dann die nächsten Wochen wieder einen Gewaltakt machen, dass du drum kämpfst um so eine Situation. Ja. Und ich will da auch gar keine Entschuldigung aufkommen lassen, dass Pezzoni nicht gespielt hat, dass ein Strecker nicht spielt. Weil jeder bei uns hier kommt bei mir dann ins Büro und sagt, ich möchte spielen, dann hat er auch seine Leistung abzurufen. Dann braucht auch keiner mehr vorne reinkommen bei mir. Weil das sind so gewisse Punkte, die mich im Moment auch so ein Stück weit stören. Und da habe ich auch kein Verständnis für, weil der Weg ist spärlich gewesen, der Weg, der war jetzt ziemlich weit, und nach so einer ersten Halbzeit darfst du so ein Spiel einfach nicht mehr aus der Hand geben. Dankeschön. Ja, soweit die Statements unserer Trainer. Frage in die Runde der Journalisten. Haben Sie Fragen an die Trainer? Bitte um kurzes Zeichen. Offensichtlich nach diesem Spiel keine Fragen. Ach doch, bitte sehr. Frage: Zwei Sachen sind heute bei euch aufgefallen. Ihr habt taktisch oder du hast taktisch umgestellt. Das war nicht gut. Ja gut, wir hatten sehr schwer sie getan, allgemein bei Tore zu schießen, und dann, wenn du nach vorne, keine Ahnung, wie viele Chancen brauchst, um ein Tor zu erzielen, und dann läufst du in Konter,
mit Viererkette haben wir so viele Gegentore aus Konter bekommen. Irgendwo verzweifelst du dann. Klar, Kevin Vidakovic war 6 Wochen mit Aliou Samaneh verletzt, das darf man auch nicht vergessen. Und dann hast du kein Material gehabt, um das einzustudieren. Jetzt hat man mal 2 Wochen Pause. Kevin kam zurück, mit Aliou kam zurück. Und ich weiß, dass von Zeiten, wo er dann in Stuttgart war, dass er auch mal nach vorne gespielt hat. Aber wir waren im Zentrum sehr stabil. Alles, was gefährlich war, kam Flanken von Gegnern, wo wir schlecht ausgesehen. Aber sonst, glaube ich, das Zentrum haben wir sehr gut dicht gemacht. Und ja, und Dani kannst du immer mal auf Kopfball einen Ball kann er runterholen. Und wie gesagt, wir hatten jetzt Riesenprobleme nach vorne, dass er einen Ball mal behaupten könnte. Der Gegner konnte uns immer einfach Bälle gewinnen. Und dann, wenn du schlecht organisiert bist mit Viererkette, dann haben wir oft gehabt, dass man in Konter so viele Tore bekommen. Und dann kannst du ihn einfach in der Regionalliga nicht einfach bestehen. Wir haben jetzt andere Konstellationen als letztes Jahr, wo wir Angelo hatten. Kleine Fernandez, Solak, ne? Jetzt haben wir komplett nach vorne diese Gerüst verloren. Jetzt muss man ein bisschen was anderes machen. Ja, probieren wir immer was, um Neues was zu machen, wenn das nicht läuft. Und wenn du 6, 7 Spieltage ständig sagst, du hast Pech oder keine Ahnung was, dann ist kein Zufall. Und ja, das war das geschuldet. Ja, weitere Fragen aus Ihrem Kreis? Das ist nicht der Fall, dann ein kleiner Ausblick nach vorne. Nächste Woche sind wir mit Hessen 3 Aisch zu Gast bei Steinbach-Haiger am nächsten Samstag. Und dann kommen wir am Samstag, den 8.12. um 14 Uhr hier zum letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen Waldhof Mannheim. Heute bedanken wir uns von 528 Zuschauern, die hier waren, trotz der Kälte. Unseren Gästen wünschen wir natürlich einen guten Heimweg und vielen Dank, dass Sie alle da waren. Das ist Fußball. Nein, Fußball ist das. Ich habe auch einen Patienten.